So, willkommen zurück bei Wolf bei der P mit, ja, mir und Pokémon Blau Nuzlocke. Ich habe mich extra nicht informiert, wo es jetzt weitergeht. Und ich würde sagen, wir sehen uns hier drin einfach noch ein bisschen um. Ach ja, Frank. Ich vermisse dich. Ja, ich vermisse ihn wirklich. Frank war ein tolles Pokémon und ich finde es immer noch schade, dass er tot ist. Ja, Dunkelnebel. Die Pokémon hier können Attacken, die sieht man im normalen Spiel eigentlich kaum, oder? Oder hat irgendjemand von euch in Pokémon Blau Dunkelnebel als Attacke gehabt? Boden, warum setze ich Boden ein? Boden ist nicht effektiv. Leute, ich bin neben der Spur. Ich fühle mich auch gerade irgendwie ein bisschen ja, benebelt, aber passt ja zu Dunkelnebel. Aber ja, ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich habe mir... Ja, bin ein bisschen wehleidig. Ah, oh, top Genesung, cool. Ja, ich bin einfach nur ein bisschen wehleidig. Eigentlich passt so. Ich bin gar nicht mal so unfit. Ich bin wahrscheinlich total gesund und... Ja. Oh, Geowatz. Nein, eigentlich passt schon. Aber was soll's. So, Geowatz gehört auch zu den Pokémon, die ich in meinem Standardteam gerne drin habe. Bohrschnabel. Wenn ich Bohr lese, kriege ich immer schon einen kleinen Herzinfarkt. Weil Hornbohrer hat ja den lieben Dexter zerfletscht. Warum auch immer. Ich meine, Hornbohrer, das ist Schlamm. Da funktioniert das nicht. Geofissur? Was fängt der mir hier mit Geofissur an? Ich glaube ja wohl, es hackt. Geofissur hier sofort. Wenn der jetzt Zappy gekillt hätte, ich glaube, ich wäre an die Decke gesprungen. Live im Let's Play hätte ich Sprung bis an meine Decke gemacht. Und ich habe eine hohe Decke. Alpollo, auch ein sehr, sehr nettes Pokémon, das ich sehr mag, aber auch es wird hier nicht lange verweilen. Ich werde es auch so schnell es geht ins Jenseits befördern. Und es klammert. Wie kann so ein Geist eigentlich jemanden umklammern? Aber es ist ja alles gerandomized. Und er ist ja jetzt gar kein Geist mehr, glaube ich. Ist jetzt was anderes. Ja, wir erwecken die Toten zum Leben. Sag mal, jetzt so langsam darfst du auch mal wieder aufhören. So, schmeiß Knochen an den Kopf. Hat euch eigentlich schon mal jemand so einen Hühnerknochen an die Birne gezimmert? Also ich nicht. Also ich habe das noch nicht miterlebt, aber kann darüber auch sein. Vorsicht, gefährliche Strömungen. Ach stimmt, hier brauchte man, hier musste man von oben die Steine reinwerfen, damit man hier auch wieder rauskommt. Beziehungsweise dann zu Arktos kommt. Bantimo, so ein gruseliges Pokémon. Sieht aus wie ein Clown. Ich habe eigentlich keine Angst vor Clowns, aber das Pokémon, das ist schon so ein bisschen creepy, finde ich, sieht's aus. Ja, Zappy werde ich auch mal einem Hypertrank unterziehen müssen, weil der sieht auch nicht mehr so fit aus. Also, wenn die Hälfte des Lebens weg ist, dann finde ich, ist ein Hypertrank drin. Aber immerhin, sollte ja bald Level abkommen. So, wo haben wir den denn? Übertrank. Abrundildo sollte ich eigentlich auch mal wieder fit machen, aber ich weiß nicht. Ich hab nicht so große Lust, Abrundildo wieder zu heilen, weil eigentlich... Hä? Super, hier ist nichts. Hier kann ich ins Loch reinhüpfen. So, und wo komme ich jetzt bei raus? Hier wieder. Ach. Vorsicht, gefährliche Strömung. Ja, da sind wir eben lang gegangen. Also wie gesagt, wenn es zu brenzlig wird, dann bringe ich uns hier raus. Das habe ich, glaube ich, vergessen, einen Timer zu stellen. Fällt mir gerade ein. Nein, habe ich gemacht. Sehr schön. Denke mal an etwas. Passiert nicht oft. Aber Zappy gehen so langsam, glaube ich, die AP so ein bisschen runter. Das ist nicht so toll. Ich habe keine Ahnung, geht's hier überhaupt lang oder soll ich hier unten hin? Ich guck mal hier unten, ob ich hier rauskomme. Ja, ich bin orientierungslos wie immer. Also gegen mich ist Zorro aus One Piece ein Navigationssystem. Nein, ist ja Quatsch. Bin genauso schlimm. Naja, nicht ganz. Also ich bin noch nicht an der Treppe vorbeigelaufen, aber...
Obwohl, das ist nicht ganz sicher. Also theoretisch, wenn man mir eine Richtung sagt, in die ich laufen soll, dann funktioniert das schon. Aber im Großen und Ganzen bin ich wirklich verloren, wenn man mich irgendwo aussetzt. Okay, Sebi braucht nur ein Level, dann ist auch angekommen. So, was steht denn hier? Felsen könnten die Strömungen vielleicht umlenken. Danke. Jetzt müsste ich bloß noch Felsen haben. Ja, ich weiß, ich könnte einem Pokémon Stärke beibringen. Aber ich weiß nicht, ich wehre mich da so ein bisschen gegen. Und schon wieder so ein Gewatz. Ich glaube, ich flüchte einfach. Also, wenn ich in dem Part hier jetzt keinen Ausgang finde, dann surfe ich von der anderen Richtung aus. Da kenne ich nichts. Walzer findet Donnerstein. Gut, dann, ja, jetzt habe ich die VM-Stärke gar nicht dabei. Fällt mir an. Also wenn wir die hier zwangsweise benötigen. Ich hoffe, ich habe ein Fluchtseil überhaupt dabei. Ansonsten sehen wir hier alt aus. Glaube nämlich, nein, ich habe kein Fluchtseil dabei. Gut, dann müssen wir zusehen, wie wir hier wieder rauskommen. Ich meine, man käme auch so durch ohne Stärke, aber ich bin mir nicht ganz sicher, das ist das Problem. Bin ja schon so ein bisschen froh, dass die im Nachhinein dann den Beutel unendlich gemacht haben. Oh, ein Dickter. Dickter ist cool. Ich mag Dickter. Dickdrie finde ich wieder ein bisschen übertrieben mit den drei, aber so eine Dickter, das finde ich toll. Ja, ich mag's. Ich mag's wirklich. Aber die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Weil alleine finde ich den Weg nie. Und ich glaube, wir haben auch kein Pokémon, das Schaufel oder sonst irgendeine Attacke besitzt. Also wird's schwer, hier wieder rauszukommen. Weil der Blizzard jetzt gerade weg ist. Ja, ist ein gutes Training. Also solange wir hier durch die Gegend irren, trainieren wir ja unsere Pokémon relativ gut. Aber ach, hier bin ich wieder. Ich komme mir vor, als würde ich im Kreis rennen. Nee, da bin ich eben rausgekommen. Ich gehe mal hier nach oben. So. Oben lang. Hier geht's auch wieder hoch. Nach oben ist immer gut. Hier geht's wieder nach unten. Ja, Mann, wenn ich nicht ganz so orientierungslos wäre. Oh, ein Mankey. Also hier treten jetzt viele Pokémon auf, die wir ja schon eigentlich am Anfang hätten finden können. Aber ich dachte eigentlich, hier würden ab und zu mal Legendäre rumlaufen. Hat auch die Karte gezeigt, oder ist das jetzt in einem anderen Stockwerk? Am Ende ist es Arktos. Arktos ist Mewtwo. Na, dann könnten wir es zumindest fangen. Das wäre ja auch nicht schlecht. Ich glaube echt, ich irre hier im Kreis. Wartet mal. Hier bin ich, glaube ich, lang gekommen. Ja. Hier war ich. Deutet, hier könnte ich theoretisch vielleicht sogar wieder raus. Aber ich bin mir nicht sicher. Oh, Parasekt, da haben wir es ja. Vorhin habe ich noch davon geredet. Der Pilz auf dem Rücken da, das ist das Pokémon. Der Rest ist bloß kontrolliert. Und wer sagt, ja, aber auch kontrolliert, das zählt dazu. Ja, ihr würdet auch nicht sagen, wenn jemand jetzt Puppenspieler ist, dass die Puppe die Bühnenshow macht, oder? Das ist ja schon die Person, die dahinter steht. Oder sehe ich das falsch? Ach super, hier bräuchte ich wirklich Stärke, um hier alle Felsen zu bewegen. Habe ich aber nicht. Und ein Glutexo. Ja, wir haben ja auch Walter noch dabei. Und ich fürchte, es wird noch ein paar fressen, bis wir hier rauskommen. Oh, hat keine Attacken mehr übrig und setzt Verzweifler ein. Okay, ich werde jetzt Seppi mal an eine andere Stelle im Team versetzen. Ja, wer braucht denn noch Walter? Walter darf jetzt mal weitermachen. Oh Gott, wenn wir jetzt schon die AP ausgehen, wird's langsam problematisch.
Glutexo war, glaube ich, Pflanze, Feuer. Ich bin mir nicht sicher. Ich versuche es einfach mal mit der Triplette. Die sollte zumindest einen normalen Effekt haben und damit Glutexo vernichten. Sehr schön. Nichts wie raus hier. Ihr seht, Höhlen sind nicht mein Spezialgebiet. Kein Stück. Ach, Carpador, jetzt kommst du mir hier. Ich habe Burger geangelt, aber Carpador springt uns hier um die Ecke. Kann ich das eigentlich auf... Mal gucken. Jetzt bin ich auf die falsche Taste gekommen. Ihr seht ja nachher wieder, ob es funktioniert oder nicht. Ob ich da irgendwas schneiden muss, aber... Ja, das passt mir gut, wenn das Zahltag einsetzt. Geld brauche ich, um Fluchtseil zu kaufen. Nein. Ja, und wir kriegen kaum Erfahrung für das Vieh. Aber mal gucken, ich würde schon ganz gerne hier wieder raus. Dann fliegt uns Erik nämlich gerade mal ins Pokémon Center nach, oder nach Alabasta. Ja, gehen wir zu Mutti. Also nicht zu unserer Mutti, sondern zur, ja, unserer Mutti. Ach Leute, ihr wisst, wie ich das meine. Oder wenn nicht, ist auch egal. Der Weißnebel. Ja, Weißnebel ist ja eine Attacke, die völlig. Ja, sie ist gar nicht mal so schlecht. Ich weiß gar nicht, warum ich die nie benutzt habe. Naja, wahrscheinlich, weil sie Statusveränderungen auch vom Gegner aufhebt, aber. Ja, ich weiß nicht. Ich kann mich mit dieser Attacke nicht abfinden. Und da ist jetzt der Ausgang. Das ist wahrscheinlich der Ausgang bei dem, besser gesagt, der Eingang, zu dem wir reingekommen sind, aber ist ja auch wurscht. Aber auf der anderen Seite, wenn man wirklich das bräuchte, ich probiere es jetzt einfach mal, dass man die Steine bewegen kann. Also, dass man sie bewegen muss, dann könnte man ja theoretisch ohne auch nicht von der anderen Seite nach hier kommen. Bedeutet, man müsste ja von dieser Richtung aus rein surfen. Das glaube ich aber nicht. Aber ist ja auch egal. Ja, auf der letzten Stufe erwischt uns nochmal ein Carpador. Carpador, du bist ein extrem nerviges Pokémon, das uns überhaupt nichts einbringt. Weder Erfahrung noch besonders viel Geld. Also weg mit dir. So, vernichtet, auch wenn ich in jeder Edition einen Carpador trainiert habe, in der es eins gab. Ja, wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. Hier unten hätten wir rausgemusst, aber ist ja auch wurscht. Wir surfen uns von der anderen Seite hier rüber. Das ist sonst ein bisschen aufwendig. So, Erik, nutz mal fliegen. Ja, genau, wir fliegen nach Alabastia. Und da sind wir auch schon in Alabastia, unsere geliebten Heimat. Holzer, du solltest eine kurze Pause einlegen. Sehr gut. Du und deine Pokémon sehen großartig aus. Achte auf dich. Ja, das finde ich eh immer so klasse. Theoretisch könnte man sich einfach irgendwo mal gerade auf den Fußboden legen und ist wieder fit, aber nein. Man muss ja unbedingt ins Pokémon Center gehen. So, da. Ich bin mal wieder blind ohne Ende. Und der Witz ist, hier unten dürfen wir auch noch fangen. Entweder im Gras oder hier im Wasser. Ich würde mal sagen, hier im Gras, weil im Wasser taucht eh wieder Nocturne auf und davon brauchen wir kein zweites. Carpador. Gut, ich habe ja gesagt, ich habe in jeder Edition einen Carpador trainiert. Dann wird es hier auch eins geben. Guck mal, ob ich das einfach. Ja, ich verschwende. Meisterball für Carpador. Und ja, das sehe ich wirklich als verschwendet an. Weil ihr seht ja, es hätte schon fast geklappt und. Gut, ist. Problem ist, ich habe nicht mehr so ganz so viele Hyperbälle. Und die möchte ich jetzt auch ungern alle verschwenden. Oh, es hat Flammenwurf drauf. Gar nicht mal so schlecht. Ich wechsle mal ganz kurz auf Grundilde und Schläfers ein. Ich weiß, ich hätte Drachenwut eigentlich einsetzen können. Vielleicht wechsle ich nochmal zurück. Weil theoretisch haben wir ja Zeit. So, Hypnose. Keine Wirkung von wegen. Ja, Flammenwurf dürfte nicht effektiv sein. Ja. Also Grundilde ist hier gegen das Vieh der ideale Tank. Und theoretisch mit Carpador könnte man so haufenweise Geld verdienen, weil du greifst die ganze Zeit mit Zahltag an. Und wenn wir es einschläfern. So, dann versuchen wir nochmal einen Hyperball. Wenn der jetzt nicht trifft, dann schwäche ich es einfach mit der Drachenwut.
Also er trifft klar, aber ja, es hätte fast geklappt. Ja gut, dann gerade mal Walter wieder rausziehen. Der muss nämlich jetzt die Drachenwut benutzen. Ja, schlaf weiter. Aber ich glaube, die nächste Runde wacht das auf, weil ich schlafen ging hier, glaube ich, 3 Runden. Ja. So. Noch ein Drachenwut überlebt es, glaube ich, nicht. Deswegen wechsle ich gerade mal wieder zurück, schläf was nochmal ein. Ja, seht ihr jetzt alles in diesem Part. Ich habe mal überhaupt keinen Spitznamen für das Vieh. Ja, nee, ist Hypnose erstmal. Ja, der Part wäre eigentlich jetzt vorbei, aber das Problem ist, ich möchte das Vieh gerne noch in diesem Part fangen. Möchte ja ungern hingehen und dann zu euch sagen, ja, ich habe das Vieh gefangen. Nein, und benennen werde ich es auch noch. So, jetzt sollte es theoretisch drin bleiben. Nein, natürlich nicht. Blödes Kapador. Ja, wunderbar, es hat geklappt. Kapador wurde gefangen. Für Kapador wird ein neuer Pokédex-Eintrag angelegt. Kapador ist ein Fisch. 0,9 Meter groß, 10 Kilogramm schwer. Die urzeitlichen Vorfahren dieses Pokémon waren sehr viel stärker als ihre heutigen Nachkommen. So, wie nennen wir das Vieh denn? Ja, puh, jetzt fällt es mir wirklich schwer, einen Namen dafür zu finden. Dann nenne ich das Vieh ganz einfach mal nach Fisch. So, Rollmops kommt jetzt in die Box. Und ich würde sagen, ich gehe nochmal gerade zu Mutti wieder aufladen. Wir sehen uns dann im nächsten Part bei ihr wieder. Tschüss, bis dann, euer Wolf.